Also, ich habe den Fotografie-Workshop und erst eigentlich mal darum gegangen, dass man dass die Teilnehmer gelernt haben, wie Kamera funktioniert, weil es ist ja, heutzutage macht jeder Fotos mit dem iPhone oder mit sag ich mal, normaler Kamera. Dann haben wir erstmal probiert, wie funktioniert das alles mit der Spiegelreflexkamera, mit der Blende und mit der Zeit, mit der ISO und mit dem Weißabgleich. Was muss ich schon, damit ich das erreiche, was ich haben möchte? Das haben wir am ersten Tag gemacht und dann ist eh schon am gleichen Mal, dass wir Ideen sammeln für die Projekte von den einzelnen Teilnehmer. Das ist relativ, hat beim einen schneller, beim anderen länger dauert. Aber schlussendlich, glaube ich, hat jeder ein Thema gefunden, was am Spaß macht zum Umsetzen. Unser Ziel ist, also ich denke mal, dass das Ziel ist oder auch war, dass jeder Einzelne mal was wie die Kamera funktioniert, wie die zum Bedienen hat, damit er auch das erreicht, was er erreichen möchte im Foto denn oder halt das Ziel. Die Gründe fürs Mitmachen sind individuell. Ich mache in der Freizeit auch viel Fotografie und jetzt also mehr Sportfotografie machen und jetzt wollte ich auch mal erklären lernen, wie man andere Sachen fotografiert. Also ich habe mich schon länger mit dem Thema Foto befassen wollen und lernen wollen, wie man das gut macht und wie man es gut umsetzen kann. Den Teilnehmerinnen hat es im Foto-Workshop gefallen. Dass man einfach auf den Weg gehen kann und auf die Leute zugehen und fragen, hey, darf ich jetzt ein Foto von dir machen? Und das dann so gut gegangen ist und keiner ein Problem damit gehabt hat eigentlich. Dass jeder eigene Kamera gekriegt hat und ja, die ist halt voll gut und dann kann man voll gute Fotos machen und das ist halt voll cool. Für die meisten wird es nicht das letzte Mediencamp gewesen sein. Ja, ich würde schon einmal mitmachen, aber vielleicht nicht im gleichen Workshop, zum einen was anderes lernen und halt ja, warum, weil ich einfach alles lernen mag. Ja, weil einfach viele Leute kennenlernst und weil es eigentlich keiner hat irgendwie einen Stress, alle sind locker und ja, man teilt alle seine Ideen mit der anderen.